Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer geht selbstbewusst den Weg als Frau, auch wenn der Kampf ums Geschlecht nach dem Outcoming Ende 2018 jetzt erst begonnen hat, fühlt sich der einstige Mann Markus Ganserer jetzt wohl in seiner Haut als Frau Tessa Ganserer. Der Weg der Personenstandsänderung und Vornamensänderung ist in Deutschland aufgrund des diskriminierenden transsexuellen Gesetzes ein sehr aufwendiges Verfahren. Ich muss erst einmal psychologische Gutachten über mich ergehen lassen, bevor ich dann beim Gericht den Antrag stellen kann auf Personenstandsänderung. Ich persönlich weiß sehr genau, wer ich bin und was ich bin. Und deswegen muss hier die diskriminierende Gesetzlage in Deutschland endlich geändert werden. Transidentität im Bayerischen Landtag ist der Alltagstest für die allseits geforderte Liberalitas Bavariae, so meint Tessa Ganserer von den Grünen. Ob ihre politischen Forderungen als Markus Ganserer gleiches Medieninteresse hervorgerufen hätte, darf wohl bei aller Objektivität bezweifelt werden. Akzeptanz für den Schritt zur Frau gibt's wohl aber offenbar im Landtag. Ich bin der Überzeugung, dass ich hier die volle Unterstützung des Hohen Hauses von der Frau Landtagspräsidentin bekomme. Nichtsdestotrotz darf sich auch das Bayerische Landtagsamt über die bestehende Gesetzeslage nicht hinwegsetzen. Das heißt, dass es für mich erst einmal die nächsten Monate noch sehr problematisch ist, weil hier in den öffentlichen Dokumenten nach wie vor noch mein alter Name auftaucht. Aber im Umgang mit mir als Person werde ich ab jetzt eben auch als Frau Ganserer hier im Hause angesprochen werden. 16.000 Paradeteilnehmer beim Christopher Street Day im vergangenen Jahr scheinen eine gewisse Akzeptanz der Thematik Transsexualität in der Gesellschaft zu gerechtfertigen. Man sieht allein an den Kommentaren zu meiner Person, dass es noch viele Vorbehalte gibt, dass es richtiggehend beleidigende Äußerungen gibt. Das macht deutlich, dass transphobe Einstellungen in Teilen der Gesellschaft nach wie vor vorhanden sind. Und hier braucht es eben auch von der Politik, auch von der bayerischen Staatsregierung, eben einen Aktionsplan. Als Tessa Ganserer wird der einstige Landtagsabgeordnete Markus Ganserer erstmalig am 23. Januar hier im Landtag an der ersten Plenarsitzung 2019 für die Grünen teilnehmen.